Belém in Brasilien ist eine aufregende Stadt voller Kontraste. Schön und gefährlich zugleich. Lassen Sie sich von ihr verzaubern. Dieser Liebestrank ist ein Bestseller. Dieses Fläschchen wird deinen Schatz zu dir bringen. Er wird dir zu Füßen liegen, dich festhalten und nie wieder loslassen. Selbst wenn er weit weg ist, wird er dich begehren. In Belém spielt der Handel seit jeher eine zentrale Rolle. Die Hafenstadt liegt 200 Kilometer vom Atlantik entfernt, an der Mündung des Amazonas-Deltas. Sie bildet das Tor zum Amazonasbecken. Seit Jahrhunderten werden hier die natürlichen Schätze aus dem Norden Brasiliens zusammengetragen und dann in den Rest der Welt verschickt. Vom Kautschuk bis zur Açaí-Beere. Die Stadt verdankt ihren Wohlstand der üppigen Vielfalt des Regenwaldes. Auf diesem Markt unter freiem Himmel, im Nebeneinander von Prunk und Verfall, ist die Natur allgegenwärtig. In 1616 gründet Portugal die Stadt genau an dem Ort, an dem es mit Spanien die sogenannte Neue Welt unter sich aufgeteilt hat. Hier in Belém verlief die imaginäre Linie des Vertrages von Tordesillas. Darin steht, dass alles, was von hier bis zum Atlantik geht, Portugal gehört. Und alles, was in Richtung Amazonien liegt, an Spanien fällt. Mit der Gründung von Belém wollten die Portugiesen den Amazonas besetzen, um sich dieses Gebiet zu sichern, das offiziell nicht zu Portugal gehörte. Der Mercado Verupesu entsteht 10 Jahre nach der Stadtgründung. Der Mercado verkörpert die Essenz von Belém als Stätte des Handels. Aber er steht auch für kulturelle Identität. Denn hier findet man alle Zutaten, die die brasilianische Küche ausmachen. Hier haben wir lokale Obstsorten. Das ist die Beriba, eine sehr beliebte Frucht. Und das ist eine Pupunha. Die essen wir gerne zum Kaffee. Hier findet man alle möglichen Mehlsorten. Maniok und Tapioca-Mehl. Daraus machen wir Tapioca-Pfannkuchen. Das ist Fischmehl, das wir Piracui nennen. Daraus machen wir salzige Tart und Kuchen. Anders als an der brasilianischen Küste, da wurde zunächst mit Holz und dann mit Zuckerrohr gehandelt, waren hier die Drogas do Sertão, die Heilmittel aus dem Wald, die Hauptressource. Das können Heilkräuter sein oder Kakao. Alles, was sich auf dem Weltmarkt gut verkauft. Im Gegensatz zur Küste, wo man Arbeitskräfte aus Afrika geholt hat, setzte man hier auf die lokale, indigene Bevölkerung. Denn sie kannte sich mit den Ressourcen des Waldes aus. Wir kommen nun in das Viertel der Kräuterhändler mit ihren traditionellen Ständen und ihren fantastischen Verkäuferinnen. Das ist Beth Cherozinha, eine dieser Frauen. Das hier sind traditionelle Badezusätze, um verführerisch zu duften. Für jedes Problem gibt es ein Mittel. Sie hat für alles eine Lösung. Das ist die Neujahrsmischung. Man kann sie inhalieren oder ins Bad geben, um seinen Weg zu finden, um reich zu werden, um gute Geschäfte zu machen. Sie ist sehr nützlich und sie riecht auch noch gut. Der Mercado Verupesu gehört zu den ältesten Märkten Amerikas. Er hat seinen Namen nie geändert. Und dieser Name erzählt eine Geschichte. Man brauchte einen Ort, um die für den Export bestimmten Waren zu kontrollieren. Die Portugiesen haben dafür La Casa do Verupesu errichtet. Wörtlich, das Haus, wo man das Gewicht überprüft.
Um dieses Gebäude herum ist der Markt entstanden, auf dem wir uns befinden. Man hat hier die Erzeugnisse verkauft, die von den Inseln oder den anderen Städten am Fluss kamen. Über 200 Jahre lang gab es kein festes Gebäude, nur Zelte. Heute ist der Mercado Veropesu für seine von Gustave Eiffel entworfene Fischhalle berühmt. Das Eisengerüst wurde Ende des 19. Jahrhunderts aus Europa importiert. Dieses Gebäude wurde zur Blütezeit von Belém erbaut, als die Stadt zur Welthauptstadt des Kautschuks avancierte. Kautschuk ist ein typisches Erzeugnis des Amazonasgebiets. Und Brasilien hat von 1870 bis 1910 das Monopol inne. Der Saft des Kautschukbaums wird zu einem Ball aus Naturkautschuk geformt und auf einem Boot in die Stadt geliefert. In Belém verkaufen die Händler die Ware dann nach Europa und in die USA. In einer Zeit, in der sich die Auto- und damit auch die Reifenindustrie überall auf der Welt entwickelt. Die Öffnung des Amazonasflusses für die Schifffahrt ermöglicht Schiffen den Zugang zur Region. Und der Kautschuk kann endlich exportiert werden. Die Stadt floriert. Es entstehen Paläste, Herrenhäuser und Theater, die diesen Dialog zwischen Europa und Brasilien verkörpern. Um 1880 steigt mit dem Kautschukhandel der Reichtum Belés rasch an. Doch erst 1897 beschließt der Bürgermeister, aus der Stadt das Paris des amerikanischen Kontinents zu machen. Wie ihm das gelingt? Er folgt einem städtebaulichen Plan, der sich an Baron Haussmann orientiert. Er importiert urbane und architektonische Konzepte aus Paris. Straßen werden verbreitert, Bürgersteige neu gestaltet, Bäume werden gepflanzt. Belés Opernhaus, das Teatro da Paz, steht für den neuen Reichtum der Belle Époque und die Europa-Orientierung des wohlhabenden Bürgertums. Die bedeutendsten Opernsänger der damaligen Zeit treten hier auf. Und der Dekor erinnert an die europäischen Theater im italienischen Stil. Nach ihrer Erbauung 1878 ist die Oper einige Jahre später im europäischen Stil umgestaltet und mit Elementen aus dem Jugendstil geschmückt worden. Interessant zu sehen ist, dass die Gestaltung lokale Motive aufgreift. Die Deckenmalereien etwa, auf denen der Amazonaswald abgebildet ist. Und ein Jaguar auf der Flucht vor einer indigenen Jägerin. Das zeigt, wie intensiv die lokale und die europäische Kultur damals miteinander im Austausch standen. In die Oper geht man, um sich Aufführungen anzusehen, vor allem aber, um gesehen zu werden. Um in der Stadt spazieren zu gehen, musste man gut gekleidet sein. Aber in der Oper musste noch mehr Schick her. Große Hüte und Kleider aus schweren Stoffen. Nur gab es da ein kleines Problem. Die durchschnittliche Temperatur in unseren Breiten beträgt 38 Grad. Hinzu kommt die extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Sie können sich vorstellen, wie die Leute aussahen, wenn sie hier rauskamen. Der Handel mit dem Kautschuk hat unsere Stadt auch auf sozialer Ebene geprägt. Auf der einen Seite die Paläste, die Theater, die Kinos und auf der anderen Seite bittere Armut und die Marginalisierung der afrikanischen und indigenen Bevölkerung. Diese soziale Schere besteht bis heute. Der Kautschukboom endet mit dem Ersten Weltkrieg. Brasilien verliert sein Monopol an asiatische Länder. Obwohl Belém ein wichtiger Hafen bleibt, verkümmert die Stadt. Bis eine Frucht aus dem Amazonasgebiet neuen Wohlstand bringt. Die Açaí-Beere. In der Region gehört sie zur täglichen Ernährung. Die Bewohner verzehren sie mit süßen oder salzigen Beilagen und oft in Form von Püree. Anfang der 2000er Jahre entdeckt die westliche Welt die Vorzüge der Açaí. Heute wird die Beere von Belém aus in die ganze Welt exportiert. Im Herzen der Stadt läuft der Verkauf der Açaí-Beeren zwischen 5 und 7 Uhr morgens auf Hochtouren.
Die Acai-Beeren aus dem Bundesstaat Pará werden nur hier angeliefert. Je weiter weg die Bauern wohnen, desto länger ist die Reise. Einige machen sich mittags auf den Weg und kommen erst um 5 Uhr morgens hier an. Der Handel mit den Acai-Beeren hat das Leben vieler Menschen in der Region verändert. Von einer Nebenbeschäftigung ist er zur Haupteinnahmequelle geworden. Das hat das Leben zahlreicher Menschen verbessert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sieh dir das an. Hier sind Acai-Beeren so etwas wie Bohnen. Wir essen sie zum Fleisch, zu Fisch. Sie sind eine wichtige Zutat. Ohne Acai-Beeren schmeckt dein Gericht nur halb so gut. Für die brasilianischen Ribeirinhos ist die Acai-Beere ein Segen. Sie beschert den Amazonasbewohnern, die an den Flussufern leben, ein sicheres Einkommen. Das Ballungsgebiet von Belay umfasst etwa 40 Inseln, darunter auch die Insel Kombu, direkt gegenüber vom Stadtzentrum. Es ist ein Stadtteil von Belay und gehört gleichzeitig auch schon zu Amazonien. Der Künstler Sebat Tapajós liebt seine Stadt und setzt sich für eine bessere Integration der Inselbevölkerung ein. Die Insel liegt 15 Minuten von Belay entfernt. Ein unsichtbares Stück Amazonien mit seinem eigenen Ökosystem. Von hier kommt die Acai-Beere. Die hiesigen Bauern ernten sie und es ist ihr Verdienst, dass diese Beere so weltberühmt geworden ist. Diese Inseln liegen in unmittelbarer Nähe zum Zentrum von Belay und doch haben sie nichts mit ihm gemeinsam. Denn hier gibt es weder Strom noch Trinkwasser. Das macht die Inselbewohner zu Bürgern zweiter Klasse. Gemeinsam mit befreundeten Künstlern dekoriert Sebat Tapajós die Fassaden der Häuser in Kombu. Street Art soll auf die Menschen aufmerksam machen. Das Projekt begann mit der Idee, Kunst in den Wald zu bringen. Aber in Wahrheit sind nicht die Künstler wichtig. Es ist in erster Linie ein soziales Projekt. Wir wollen den Einwohnern helfen, sie mit Trinkwasser und Solarenergie versorgen. Freuen Sie sich über das gefilterte Wasser? Ja, sehr. Meine Kinder kommen alle zu mir, um welches zu holen. Selbst für jene, die Belay schon seit jeher kennen, bleibt der Ort voller Widersprüche und Kontraste. Eine Stadt mit einer jungen Bevölkerung, stark geprägt von ihrer wechselvollen Geschichte. Belay könnte ein ganzes Land sein, nicht nur der Größe wegen, sondern wegen der Kultur und Geschichte, die die Stadt in sich trägt.